Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Birchbox. Das ist eine Box aus Frankreich und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in der September-Edition verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Birchbox ist eine französische Box avec les produits très bien. Mit wundervollen Produkten tatsächlich. Die kommt tatsächlich gefühlt jeden Monat in einem anderen Format, in einem anderen Design. Das ist eine sehr individuelle Box, ne? Also die kam letztes Mal in einer Tasche. Da waren Juli und August zusammengefasst, weil in Frankreich haben die da so Ewigkeiten lange Ferien. Deswegen haben die das zusammengefasst. 16,90 € kostet übrigens die Box, wenn man die halt ganz normal im Abo hat. Wenn man Abonnent ist von der Birchbox, kann man im Birchbox Online-Shop auch vergünstigt einkaufen. Da gibt es auch sehr, sehr hochpreisige Marken wie Clinique, da habe ich schon eingekauft, MAC habe ich schon eingekauft, Clarins, ganz, ganz viele verschiedene Marken, Yves Saint Laurent, ne, Lancôme, ganz viele tolle Marken, Marken. Genau, ich will die Box aufmachen, es tut mir leid. Ja, so schaut sie auf jeden Fall aus. Das ist ein sehr künstlerisches Printing hier drauf, ne? Also da haben wir ganz viele Gesichter und Augen und Münder und crazy stuff. Okay, ja, so schaut die Box dann aus von der Höhe her und die Birchbox erscheint dann auch immer oder kommt nach Hause in einem ganz, ganz dezenten Umverpackungskarton. Also das ist nur wirklich das Nötigste an Verpackung, was man halt machen kann. Und ich habe den Deckel jetzt soweit entfernt. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box, beziehungsweise hier haben wir den Flyer, wo drauf steht, was drin ist. Der ist tatsächlich auch auf Deutsch mit Preisen und Informationen zu den Produkten. Huch. Und hier haben wir noch einen weiteren Flyer und einmal den Blick in die Box. Wir haben bei der Birchbox tatsächlich dann halt hochpreisige Marken, aber die sind dann halt ein bisschen kleiner, ne? Also da hast du nicht dann unbedingt eine Full-Size Größe von einer Gesichtscreme oder so, sondern dann eher so eine kleine Probegröße, damit du halt schauen kannst, ob dir das gefällt und das gegebenenfalls nachkaufen kannst. Aber dafür hast du halt ein hochwertiges Produkt. So, und wie gesagt, hier habe ich einen Flyer drin und hier steht tatsächlich drauf MAC und Birchbox. Also hier scheint eine kleine Kooperation zwischen MAC und Birchbox stattgefunden zu haben. Hier hinten steht auf Französisch drauf, dass es eine Geschenkkarte ist, über 15 Euro, wenn du für 25 Euro in irgendeinem MAC-Shop einkaufst. Dans votre boutique MAC sans minimum d'achat ou sur maccosmetics.fr, die 25 Euro d'achat. Das kommt mir persönlich mega gelegen, denn ich habe tatsächlich vor, obwohl die ist nur gültig bis zum 18. Oktober. Ich habe tatsächlich vor, mir den Adventskalender von MAC auch zu holen. Und dann hätte es tatsächlich auch Sinn ergeben, wenn ich das dann auch entsprechend eingelöst hätte. Muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass ich diese Geschenkkarte auch entsprechend auf Birchbox einlösen kann. Das weiß ich nämlich nicht. Es steht halt nur, dass du das in irgendwelchen MAC-Boutiquen quasi einlösen kannst. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten ist es das erste Produkt und das hat tatsächlich einen Wert von 15 Euro. Das darf man nicht verachten, ne? Ja. Finde ich auch interessant. Cool. Dann haben wir hier ein kleines Parfümpröbchen drin. Auch solche Produkte werden tatsächlich zum Gesamtwert dazu gezählt. 1,5 Milliliter von Cologne Imaginaire 2030 Verbena Crush von Courage. Ich weiß nicht, ich kenne diese Parfümmarke nicht. Und hier ist das Produkt drin. Wie gesagt, 1,5 Milliliter. The freshness of a cologne with a distinctive intensity. A shiny crushed Verbena leaf. Imagine 2030 with serenity. Mhm. Oh, nee, das wird tatsächlich gar nicht dazu gezogen. Zu den Gesamtpreisen. Nee, tatsächlich nicht. Okay, das ist schon jetzt einfach ein Pröbchen, aber ich möchte es einfach mal ausprobieren. Hallo. Sieht immer so großartig aus, wenn man Parfüm einwirken lässt, ne? Es riecht wirklich nach irgendwas grün-frischem, sehr sportlich, aber gleichzeitig auch so ein bisschen zitrisch. Ist nicht ganz mein Duft, aber es riecht okay. Ne? Also ich würde das auf jeden Fall aufbrauchen, da hätte ich jetzt so keine Last mit. Ich bin gespannt, ob das dann auch überhaupt langanhaltend ist, aber ich werde es mal ausprobieren.
Und ich bin positiv überrascht, dass es nicht zum Gesamtwert dazu gezählt wird. Aber Leute, ich zähle es mal zum Gesamtwert der Box mit dazu, weil es war jetzt in der Box. Okay, wir sind jetzt mal nett. Dann haben wir hier von Clara Pure Scrub Exfoliating Gel. Sehr geil. Das ist ein Scrub, Gesichtsscrub dann wahrscheinlich, mit 15 ml with Lava Beads, also mit Lava Beads. Du hast fettige Haut oder Mischhaut, dank diesem Peeling wird sie vor Glück jauchzen. Mit Vulkangesteinkörnern, das sind Beads, also ja, Lava Beads, entfernt es Unreinheiten, ohne die Haut anzugreifen. Was du nicht mehr sehen wirst, tote Zellen, kleine Unreinheiten, Glanz und erweiterte Poren. Und der kleine Pluspunkt, seine natürliche Zusammensetzung basierend auf Bio-Moränen-Weidenröschen-Extrakt, der Haut Mattheit verleiht und in Frankreich hergestellt wird. Ziel: klare Haut. Fettige Haut und Mischhaut muss gründlich gereinigt werden, um die Talgproduktion zu regulieren. Das Peeling verfeinert die Hautstruktur und verbessert die Wirksamkeit des anschließend aufgetragenen Pflegeprodukts. Ein- bis zweimal pro Woche auf gereinigte Haut anwenden. Ja, ich persönlich habe trockene Haut und das ist dann tatsächlich kein Produkt für mich. Deswegen wird es weiter wandern. Aber ich finde es cool, dass es mit drin ist. Ich meine, dass ich mein Beauty-Profil hinterlegt hätte bei Birchbox. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass ich das jetzt wirklich für fettige Haut bekommen habe oder fettige Haut und Mischhaut oder vergrößerte Poren, weil das ist halt überhaupt nicht das, was ich habe. Ich habe Unreinheiten, ja, aber die kommen definitiv nicht dadurch, dass ich fettige Haut habe. Schade. Ja, das heißt, ich werde es nicht verwenden, das wird weiter wandern. Aber na, so ist das nun mal, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Was haben wir als nächstes? Von New Seed Lavande. Baume de Nuit. Sleep and Dream Hydratant Corp. Okay, also es ist für den Körper, da sind 40 ml enthalten. Und ja, das ist dann eine Abend-Bodylotion mit Lavendel. Wahrscheinlich mit hier eine Abend-Bodylotion, weil Lavendel ja auch so ein bisschen beruhigend ist. Und das finde ich cool, denn ich creme mich tatsächlich jeden Abend nach dem Duschen ein, weil ich gehe jeden Abend duschen. Das ist hier auch noch verschlossen, aber es wird safe nach Lavendel riechen. Ich rieche es aber nicht durch, das ist sehr gut verschlossen. Und das Parfüm riecht tatsächlich auch noch sehr, sehr intensiv hier rum. Mittlerweile wird es übrigens sehr männlich von der Herznote her. Dieses Körperbalsam wird dir schöne Träume machen und dir entspannende Nächte bescheren. Seine schönsten Pluspunkte, seine natürliche Zusammensetzung. Mehr als 97% natürliche Inhaltsstoffe. Das finde ich cool. Hier steht es auch nochmal drauf, ne? 97%, das ist nett. Cool. Mit Lavendel und Rosmarin angereichert, die bekannt sind für ihre beruhigenden Eigenschaften. Das ist nett. Ja, mag ich gerne. Ne? Das gefällt mir. Nette Marke, die hatten wir auch, glaube ich, schon mal in der Birchbox mit drin. So lernst du ein bisschen was hier kennen. Okay, dann habe ich hier noch ein weiteres Produkt drin. Ich habe tatsächlich noch ziemlich viele Produkte hier mit drin. Du hast normalerweise auch so 5 Produkte in dieser Box enthalten. Pure Paradise Serum Botanique Anti-Imperfection Purifying Botanical Serum von Zef oder Saif Paris. Da sind 10 ml enthalten und das ist so eine kleine Tube. Das sieht mir ganz nach einem Gesichtsserum aus. Ich finde das übrigens sehr, sehr praktisch mit diesem Flyer. Da findest du die Sachen echt gut wieder. Ja, Pur Paradisi, botanisches Serum gegen Unreinheiten. Gut, das kann ich hier gerade sehr gut gebrauchen. Ich bin gerade echt gut geschminkt, Leute. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ich habe mich nach Arbeit hingesetzt, habe mich geschminkt, weil ich das einfach gebraucht habe, weil ich den ganzen Tag auf meine echt Mr. Fred Familie at its best geguckt habe. Und das ist die linke Seite. Das ist dann ja normalerweise so die Seite der Seele, der Psyche. Und die rechte Seite ist bei mir glasklar. Alles wunderbar. Also meiner Körperseite geht es gut, aber meiner... Da geht es mir gerade nicht so gut. Dieses Serum mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen wird deine Unreinheiten vor Angst zittern lassen. Was es macht, es reguliert die Talgproduktion, reinigt die Poren und retexturiert die Haut durch seine sanfte Peeling-Wirkung. Sein Geheimnis, seine leistungsstarken patentierten Reparaturwirkstoffe, Antioxidanten und Booster zur Immunabwehr der Haut schützen sie vor Alterung und äußeren Einflüssen. Ja, morgens oder abends 5 Tropfen des Serums, nur ein einziger auf das Kinn, okay, und 1 bis 2 auf die Stirn und 1 auf jede Wange, also 1, 2, 3, 4 Tropfen quasi, ziemlich cool, und einwirken lassen, anschließend Tages- oder Nachtcreme nutzen. Okay, also das finde ich nett, also das werde ich ja auch, werde ich hier auch jetzt in Anwendung nehmen. Das ist cool, echt. Das hört sich auch sehr flüssig an. Ne?
cool. Hat hier so ein Rausdrückvieh? Ja, das ist wahrscheinlich super flüssig. Das werde ich dann auf jeden Fall... Na, ich zeige es euch trotzdem. Komm. Hier mache ich mir mal einen Tropfen drauf. Ein Tropfen. Zack. Das kriegst du auch gut rausgetropft. Das ist ein klares Serum. Es riecht ein bisschen alkoholisch, aber es könnte auch das Parfüm sein. Oh, das ist wie Wasser jetzt auf der Haut. Okay. Das finde ich nett. Es riecht jetzt tatsächlich sehr natürlich, zieht aber gut ein. Man kann es dann ein bisschen einmassieren, dann wirkt das auch ein. Jetzt wird meine Hand ganz pickelfrei. Nee, finde ich geil. Das werde ich jetzt auch wirklich für meine Unreinheiten hier unten verwenden. Es zieht direkt, ohne Umwege, in mein Badezimmer. Hier haben wir jetzt das Herzstück des Ganzen. MAC in Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara. Mascara Volume Ecouvure. Und Leute, das ist einfach meine Full-Size-Größe. Krass. Das ist echt krass. Also, oh, ist die schön. Oh, die gefällt mir. Die ist hübsch. Das sieht hier oben so witzig aus. Ich hatte die immer nur in diesen ganz kleinen Prüppchengrößen, wo du irgendwie einen halben Milliliter drin hattest oder so, ne? Was dann halt auch nur so ein kleines Tübchen war. Und das ist schön. Also so sieht das also in Full Size aus. Mhm, das wusste ich ja vorher noch nicht. Finde ich echt nice. Okay, das kannst du hier oben schön drehen. Kannst du dann auch gut festhalten, weil dieser Pinöppel hier oben ist, ne? Boah! Geilomar! Das ist ein Gummibürstchen und ein sehr langes Bürstchen. Riecht nach Mascara, ne? Ich habe jetzt Mascara drauf, das wird jetzt relativ wenig was bringen, aber ich kann es ja mal so ein bisschen drüber geben. Wird man halt schon jetzt sehen, wenn sie direkt klumpen würde, aber macht sie jetzt so nicht. Das muss ich auf jeden Fall mal solo testen. Das finde ich jetzt ja gerade ultra, dass man hier einfach mal eine Mascara drin hat. Und vor allem in dieser Full-Size-Größe, ne? Das finde ich nett. Nett, 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 nett. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen gepatzt. Aber wundervoll. Das ist eine schöne Kooperation zwischen Birchbox und MAC. Und die haben echt ein paar Sachen von MAC auch im Sortiment. Die haben nicht alles, bei weitem nicht. Aber die haben so ein paar Bestseller bei sich im Sortiment. Und ja, die kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Klasse. Und man bekommt es halt günstiger, wenn man Abonnent ist, ne, von der Birchbox. So, The Quick Fix Circle First Lane Multitasking Hair Mask. Schön, ich muss heute Abend eine Haarmaske verwenden, deswegen werde ich die hier verwenden. Aber wahrscheinlich nicht alles davon. With Red Clay and Hyaluronic Acid, also mit rotem Lehm und Hyaluronsäure. Da sind 50 ml enthalten und das ist von Davin. Auch Davin ist mir jetzt tatsächlich öfters mal über die Füße gelaufen, über den Weg gelaufen. Sprichwörter sind nicht meins. Das ist eine... auch wieder eine sehr natürliche Marke. Also irgendwas haben die jetzt gerade gemacht, dass es sehr natürlich alles unterwegs sein soll. Wow. Wenn du nicht Abonnent wärst, würde die 9,90 Euro kosten. Und wenn du Abonnent bist, kostet die 8,42 Euro. Krass, oder? Gönne deinem Haar dank dieser Expressmaske eine feuchtigkeitsspendende Pause. Sie geht unerbittlich gegen Frizz vor und ist zart zu Längen und Spitzen. Du brauchst nur 3 Minuten, um diese Maske auf handtuchgetrocknetes Haar einwirken zu lassen. Das perfekte Timing, um seine Mähne ereignisreichen Tagen zu verwöhnen. Sehr gut. Wir lieben sie für ihre Verpackung, die an einen Schulsaft erinnert, ja auf jeden Fall, ne? An so einen Quetschi. Und uns direkt in unsere Kindheit katapultiert. Ihre Zusammensetzung, die auf rotem Ton und Hyaluronsäure basiert, welche das Volumen deines Haar boosten. Das Ergebnis, weiches und sanftes Haar, das leicht kämmbar ist. Finde ich schön. Doch, das gefällt mir. Das werde ich heute Abend dann mal in Anwendung nehmen. Das musst du hier nur irgendwie abbrechen, deswegen mache ich das jetzt nicht direkt, sonst habe ich wahrscheinlich, oder? Ich traue mich nicht. Nee, das musst du ganz komisch, glaube ich, abbrechen, oder? Nein, man kann es abnehmen. Ich habe es abgebrochen. Ich habe es abgebrochen, hehe, aber es wird ja heute Abend verwendet, ne? Ist die auch rot? Wenn da roter Lehm draufsteht? Oh, ja, die ist echt so ein bisschen orange, ne? Sieht aus wie ein Quetschi. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht esse. Leute, ich rieche nur dieses Parfum und ich habe es nur hier so ein bisschen drauf gemacht. Ich halte meinen Arm ganz weit weg. Die ist fast geruchsneutral, da riechst du nicht viel von. Nö, okay. Aber man kann es garantiert auch wieder zumachen, oder? Ach, dann muss ich das wahrscheinlich umdrehen. Warte. Ja, weil das ist ja auch wieder verwendbar. Genau, ich habe jetzt den Pinöppel hier oben einmal umgedreht und wieder draufgesteckt. Genau, das werde ich heute Abend dann mal testen.
bin gespannt. Und Leute, das war jetzt die Birchbox. Hat mir richtig gut gefallen. Ich finde es einfach cool, mich einfach so inspirieren zu lassen, auch mal ein bisschen andere Marken drin zu haben. Aber dann hast du da so einen Klopper von der Mascara von MAC mit drin, was den Preis halt auch exorbitant krass werden lässt. Also nicht den Preis, sondern den Wert von der Box, den ich dir eben eingeblendet habe. Ja, nach der Sommergeschichte hat Birchbox jetzt wieder ordentlich einen rausgehauen und hat meine vollste Aufmerksamkeit. Abo läuft weiter. Nächstes Jahr. Nächsten Monat gibt es dann ein neues Unboxing von mir. Wenn du Bock hast, die Box zu abonnieren, guck in die Infobox. Da habe ich dir auf jeden Fall einen Link reingesetzt. Darüber bekommst du die Box dann ein bisschen günstiger. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!